Wir möchten heute mit euch ein paar der Sachen, die wir in den letzten Kapiteln gemacht haben, nochmal etwas ausführlicher in puncto Anwendung des GTRs überprüfen. Ihr seht hier schon, es geht vor allem um zwei Hauptthemen. Zu einem Extrempunkte mit dem GTR und zum anderen Wendepunkte mit dem GTR. Schauen wir uns erstmal das Problem mit den Extrempunkten an. Hier haben wir schon mal hingeschrieben, wie das Ganze ablaufen soll. Ihr zeichnet die betreffende Funktion im GTR. Dann gibt es dort eben die beiden Auswahloptionen Maximum und Minimum bestimmen. Und dann spuckt euch der GTR sofort x und y-Wert der Punkte aus, die man dann direkt übernehmen kann. Und ihr habt eure Hoch- und Tiefpunkte, je nachdem, ob ihr Maximum oder Minimum gesucht habt. Wir zeigen euch das gleich mal an einem kleinen Beispiel. Wir haben hier eine Funktion f von x gleich 1 Drittel x hoch 4 minus 1 Drittel x hoch 3 minus x Quadrat plus 2. Diese Funktion gibt man jetzt zunächst mal im Graph-Menü im GTR ein. Das haben wir schon mal gemacht. Und wir lassen uns die jetzt als allererstes mal zeichnen. Wenn man jetzt die Funktion sich hier im Standardfenster von minus 10 bis 10 anschaut, dann fällt auf, dass gerade im mittleren Bereich, wo wahrscheinlich die Extremstellen liegen werden, das Ganze sehr eng beieinander liegt, man also Hoch- und Tiefpunkte kaum unterscheiden kann. Hier empfiehlt es sich ein bisschen rein zu zoomen. Haben wir auch hier direkt als Möglichkeit Zoom. Man kann mal auswählen in, also näher ran oder out, weiter weg. In dem Fall bringt es definitiv etwas näher ranzugehen. Um diesen Punkt herum bestätigen wir und dann zeichnet uns die Funktion näher und da sehen wir jetzt schon deutlicher, dass hier Extremstellen liegen. Gut, die können wir jetzt im GTR direkt bestimmen über gsolve und dann kann man wählen, ob man nach Maxima oder Minima sucht. Suchen wir erstmal nach Maxima. Der GTR zeigt hier immer dieses kleine schwarze Viereck oben rechts an. Wenn das erscheint, rechnet er gerade. Macht euch da keine Sorgen, dass sich der GTR aufhängt. Bei manchen Funktionen dauert es auch ein bisschen länger. Hier ging es jetzt recht schnell. Aber solange dieses schwarze Eck da zu sehen ist, tut er auf jeden Fall was. Und er hat das Maximum auch schon bestimmt. Das ist bei der x-Stelle 0. Und den y-Wert des Maximums, kriegen wir auch gleich den y-Wert des Punktes angezeigt, ist bei 2. Hochpunkt 0, 2. Und schreibt einfach dahinter, dass ihr den mit dem GTR bestimmt habt. Dann ist klar, wo der plötzlich herkommt, weil ja kein wirklicher Rechenweg oder sowas dabei ist. Und wir wissen, ihr habt es über die Funktion des GTRs gemacht. Jetzt suchen wir noch die Minima. Das Ganze macht man wieder über gsolve. Und neben der Stelle, wo man die Maxima suchen konnte, über f2, kann man jetzt mit f3 die Minima suchen. Da gibt es jetzt zwei, das sehen wir sofort. Einen wird uns hier angegeben mit minus 0,90 und so weiter. Und da ist der y-Wert dafür. Wenn man diesen Tiefpunkt jetzt aufschreibt, sollte man auf zwei Nachkommastellen runden. Wir haben hier also den Tiefpunkt mit Index 1, weil wir sehen schon, es wird zwei Tiefpunkte geben, bei minus 0,91 und als y-Wert 1,65. Und jetzt sehen wir auch, es wird einen zweiten Tiefpunkt geben. Den bekommen wir jetzt, indem wir hier auf dem Cursor nach rechts klicken. Dann sucht er weiter und findet unseren zweiten Tiefpunkt. Und der ist bei 1,66 und y-Wert 0,25. So, wir kommen jetzt zu den Wendepunkten mit dem GTR. Hier sehen wir in unserer Zeichnung den Wendepunkt hier. Und wir haben das Problem, der GTR kann diesen Wendepunkt nicht direkt bestimmen. Aber da helfen wir uns einfach, denn wenn wir die erste Ableitung angucken, sehen wir, da, wo f von x einen Wendepunkt hat, hat die Ableitung einen Hochpunkt. Manchmal ist es auch ein Tiefpunkt, je nachdem, hier ist ein Hochpunkt. Und das machen wir uns zunutze. Und zwar, als ersten Schritt zeichnen wir f' von x. Und dann als zweiten Schritt bestimmen wir hier, wie wir schon gelernt haben, Maximum oder das Minimum. Und dann kriegt der Taschenrechner wieder eine Stelle raus. Der x-Wert ist der x-Wert der Wendestelle. Und der y-Wert, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt nicht der y-Wert des Wendepunktes, sondern die Steigung m der Wendetangente. Könnt ihr auch direkt dann hinschreiben, m ist gleich der Wert hier. Als drittes, und das müsst ihr jetzt machen, um den y-Wert des Wendepunktes wirklich zu kriegen, müsst ihr jetzt den x-Wert von hier oben in die Ausgangsfunktion f von x einsetzen. So, wir kommen jetzt zum Beispiel. F von x ist x hoch 3 plus 3x² plus x. Und haben hier die Funktion auch schon mal vorbereitet. So, jetzt lassen wir sie einmal zeichnen.
Sieht so aus. Und hier können wir schon ahnen, hier ist ein Wendepunkt. Also, wir zeichnen die Ableitungsfunktion. Wie geht das nochmal? Auf Option, dann auf Calc, also F2. Dann hier die erste Ableitung, F1. Dann zeigt es uns hier auch so an. Hier springt der Cursor direkt hin. Dann nehmen wir das Y und nehmen die erste Funktion, die wollen wir ableiten. Hier müssen wir noch hinschreiben, nach was wir ableiten. Wenn wir aber nichts hinschreiben, Exit drücken, leitet er automatisch nach X ab. So, jetzt sind hier beide Funktionen angewählt. Das heißt, wenn ich auf Tor gehen würde, würde er beide anzeigen. Das ist manchmal zu unübersichtlich. Wir haben sie uns vorher ja kurz angeguckt. Das muss reichen. Jetzt nehmen wir sie raus. Wir gehen hier hoch, drücken auf Trace. Dann ist sie weg. Ist nur die hier angewählt. Jetzt lassen wir uns die zeichnen. Bestimmen Maximum oder Minimum. Hier sehen wir kein Maximum und Minimum, also bestimmen wir das. Virtual Solve, Minimum. Hier haben wir ein Minimum, wir haben einen X-Wert und einen Y-Wert. So, jetzt erstmal hier, das sieht ein bisschen schwierig aus. X ist minus 0,9999, aber wir runden ja eh auf zwei Stellen, also dann minus nicht 0,99, sondern einfach minus 1. Und Y ist minus 2. So, einen x-Wert haben wir, können wir direkt mal hinschreiben. X ist gleich minus 1. Damit wir es nicht vergessen, tragen wir auch den Wert ein. Das ist ja die Steigung der Wendetangente mit m. M ist minus 2. Ich würde es immer hinschreiben, auch wenn man es für die Aufgabe vielleicht nicht braucht, aber kann immer mal sein und dann haben wir es. Und wenn es dabei ist, ohne dass man es braucht, ist auch nicht verkehrt. So. Jetzt kommen wir zum dritten Schritt, weil wir haben noch nicht den Y-Wert des Wendepunktes. Jetzt müssen wir auf Exit gehen, müssen die erste Ableitung hier wieder ausblenden, brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen jetzt die Funktion selber wieder einblenden, zeichnen lassen. So, haben wir sie hier. Sehen auch, dass im Wendepunkt bei minus 1 passt. Wir gehen auf Trace und gehen direkt zu dem Punkt. Das heißt, wir können direkt eintippen, minus 1, Enter. Er zeigt mir den y-Wert hier an, also x ist minus 1, y-Wert ist 1. Also wissen wir direkt dann, man kann es, wenn man will, so nochmal hinschreiben, y ist 1. Man kann aber auch direkt schreiben, Wendepunkt ist bei minus 1, 1. Beide Verfahren, die wir euch gerade gezeigt haben, üben wir jetzt auch nochmal in einer Anwendungsaufgabe, die ihr euch bitte auf jeden Fall ins Heft übernehmen sollt. Und zwar handelt sich es hier um eine Aufgabe, die ihr auch im Buch finden könnt. Das ist Aufgabe 2 auf Seite 36 in unserem Lambacher Schweizer Kursstufebuch. Zur Vorhersage des Wasserstandes eines Flusses misst man 6 Monate lang fortlaufend die Durchflussgeschwindigkeit f des Wassers an einer bestimmten Stelle und erhält hierfür die Funktion f von t ist 0,25 t hoch 3 minus 3 t Quadrat plus 9 t. Wichtig ist hierbei, für das t ist eine Einschränkung angegeben, nämlich in einem Bereich von 0 bis 6 Monaten. Und die Funktionswerte f von t sind angegeben in Millionen Kubikmeter pro Monat. Skizzieren Sie den Graphen von f, interpretieren Sie die Nullstellen der Funktion f. Warum ist hier f von t größer gleich 0 sinnvoll? Wir zeichnen zunächst mal die Funktion im GTR. Ihr seht gleich, das ist hier im Standardfenster wieder von minus 10 bis 10 im X- und Y-Achse. Aufgrund der Sachen, die hier gegeben sind, nämlich dass uns nur von 0 bis 6 die X-Werte interessieren, können wir das V-Window entsprechend anpassen. Also von 0 bis 6. Und auch die y-Werte machen im negativen Bereich in dem Fall keinen Sinn. Jetzt können wir die Funktion schon deutlicher sehen. So, hier wäre die Lösung der Aufgabe. Wichtig, wenn man jetzt skizziert ist, dass es einige Punkte gibt, die auf jeden Fall genau sein sollten. Das sind zum einen die Nullstellen, die seht ihr hier unten, die habe ich schon mal grün markiert. Da müsste man dann wirklich in der Funktion direkt über gsolve und root sich die Nullstellen anzeigen lassen, hier bei 0, 0 natürlich, die Funktion startet im Ursprung und eine weitere Nullstelle, wenn man auf Rechtsklick danach sucht, bekommt man an der Stelle 6, 0. Das wären die beiden Punkte und wir sehen, die Funktion hat in dem Bereich einen Hochpunkt und auch Hoch- und Tiefpunkte sollten genau gezeichnet werden, also auch hier suchen wir wieder über gsolve und das Maximum, unseren Hochpunkt, und der liegt bei 2 und 8. So, dass ich diese drei Punkte habe, die sind auf jeden Fall genau
Und dazwischen versuchen wir, so gut wie eben möglich, den Verlauf dieses Graphen in die Skizze zu übertragen. Als kleine Ergänzung, falls es Schnittpunkte mit der Y-Achse gibt, müsst ihr die auch noch genau einzeichnen. Gut, das ist auf jeden Fall schon mal die Skizze. Jetzt ist hier noch gefragt, interpretieren Sie die Nullstellen der Funktion? Nun ja, wenn wir uns überlegen, das Ganze handelt von einer Durchflussgeschwindigkeit, dann sind die Stellen, an denen f von t 0 ist, eben die, an der die Durchflussgeschwindigkeit 0 ist, an der kein Wasser fließt. Und dann ist noch gefragt, warum ist es sinnvoll zu sagen, dass die Funktionswerte nur größer gleich 0 sein sollen? Naja, Wasser kann fließen, aber diese Fließgeschwindigkeit ein negatives Vorzeichen hat, würde bedeuten, der Fluss fließt rückwärts oder ähnliches. Das macht keinen Sinn. Ist f von t größer gleich 0 sinnvoll, da es keine negativen Fließgeschwindigkeiten gibt? Er fließt vorwärts oder er ruht, eins von beiden. Wir kommen jetzt zu b und auch gleichzeitig zu c. b, zu welchen Zeitpunkten ist die Durchflussgeschwindigkeit extremal? C, wann nimmt die Durchflussgeschwindigkeit besonders stark ab? Wann besonders stark zu? Hier braucht ihr jetzt genau die Kenntnisse, die wir vorher besprochen haben. Versucht es wirklich mal selber. Hier sehen wir jetzt direkt die Lösung, besprechen wir sie mal. Bei der b muss man nur den Hochpunkt bestimmen, der war bei 2,8. Das hat der Tein vorher schon gezeigt, das war genau der Punkt hier. Haben wir vorher schon bestimmt. Mit dem GTR schreiben wir auch hin. Und der Antwortsatz wäre, die Durchflussgeschwindigkeit ist zum Zeitpunkt t gleich 2 am größten. Kommen wir zu c. Wann nimmt die Durchflussgeschwindigkeit besonders stark ab? Wann besonders stark zu? Tja, hier ist nach den Wendepunkten gefragt. Wir sehen schon bei dieser Funktion, die nimmt hier immer weiter ab, die Durchflussgeschwindigkeit, immer weiter ab, immer weiter ab. Und hier ungefähr beim Wendepunkt nimmt sie am stärksten ab. Suchen wir mal diesen Wendepunkt. Wendepunkt 1. Okay, dazu gehen wir ins Graphmenü. Hier habe ich die Ableitungsfunktion, die wir dafür brauchen, schon mal hier reingeschrieben. Ich blende wieder die Funktion selber aus und zeichne nur, habe ich sie jetzt ausgeblendet? Nein, noch nicht. Jetzt. Und zeichne sie, die Ableitungsfunktion. Hier sehen wir den ganzen Unterbereich nicht, aber wenn wir uns unsere Funktionen hier anschauen, sehen wir, ah ja, hier fällt die Funktion. Das heißt, die Ableitungsfunktion ist im negativen Bereich. Das heißt, hier brauchen wir jetzt plötzlich den negativen Bereich. Also alles wieder rückgängig. Also wir gehen einmal auf For Window. Nicht alles rückgängig, weil xmin und genau. xmax muss ja bleiben. Die lassen wir die Einstellung. Wir gehen nur auf ymin und machen jetzt hier so Standardeinstellung, also minus 10. Das müsste eigentlich passen. Schauen wir mal. Mal extra. Und zeichnen. Hier mein Tiefpunkt. Den bestimmen wir wie immer. Chisolve, Minimum. Dauert ein bisschen, brauche ich dann auch. So, x gleich 4, y gleich minus 3. Schreibe ich mir auf, x gleich 4 und ihr wisst ja, y gleich minus 3 ist die Steigung der Wendetangente. Hier brauchen wir sie nicht, aber wie gesagt, ich würde sie immer aufschreiben, deswegen hier mal in Klammern. Und hier hat sich auch ein kleiner Fehler reingestrichen, denn das ist hier nicht x, sondern es ist ja bei der Funktion t. Da müssen wir aufpassen, das passiert auch dem besten Mal. Und wir können uns Antwortsatz schreiben, direkt zum Zeitpunkt t gleich 4 nimmt die Durchflussgeschwindigkeit besonders stark ab. Gut, jetzt haben wir das. Jetzt sehen wir hier schon in dem Bild, naja, es gibt nur diesen einen Tiefpunkt. Es gibt gar keinen Hochpunkt oder irgendwas weiteres, also gibt es keine andere Wendestelle. Das heißt eigentlich hier Wendestelle 1 ist eigentlich auch nicht richtig. Muss ich auch wegmachen. Habe ich aber diesmal absichtlich wirklich gemacht. Hier mache ich weg, weil es gibt nur diesen einen Wendepunkt. Aber jetzt ist die Frage, wann nimmt die Durchflussgeschwindigkeit besonders stark ab? Das haben wir geklärt. Wann besonders stark zu? Müssen wir logisch überlegen. Gucken wir uns den Graphen an. Geht es hoch und runter? Wann geht er am stärksten hoch? Eigentlich hier im Ursprung, ganz am Anfang. Das war kein Wendepunkt, aber hier nimmt die Durchflussgeschwindigkeit am stärksten zu. Deswegen immer die Ränder bei Anwendungsaufgaben auf welche betrachten. Und dann können wir auch schreiben, direkt, ohne was zu rechnen, ist eigentlich ganz schön, zum Zeitpunkt t gleich 0 nimmt die Durchflussgeschwindigkeit besonders stark zu. Ich hoffe, ihr habt einiges gelernt. Wir denken, dass es auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll war. Und verabschieden uns. Ja, weitere Übungen dann, wie gehabt, in der nächsten Doppelstunde. Bis dann. Ciao. Macht's gut.